Hallo und willkommen zu einer neuen Wir blicken zurück Ausgabe, nämlich der Cinema. Machen wir jetzt schon seit 3 Monaten. Dieses Mal wieder pünktlich zum letzten Mittwoch des Monats blättern wir eine Ausgabe der Cinema durch, die 25 Jahre alt ist. In dem Fall ist es die Ausgabe 4, 1999. Und wie man sieht, ich mache es nochmal auf das große Bild. Wieder mal Star Wars hat man in der letzten Ausgabe schon. Ich glaube, letztes Mal war die 250. Cinema-Ausgabe. Das war ja dieses goldene Cover. Und da war auch schon Star Wars drauf. Und jetzt haben wir hier in der Ausgabe 4, das ist die 99, das ist das Heft Nummer 251. Haben wir wieder Star Wars, Obi-Wan Kenobi und Qui-Gon Jinn, die Helden von Episode 1. Und das ist ja 99, war ja Episode 1 das Thema. Und hier schreibt George Lucas exklusiv über das Kinoereignis des Jahres. Bin ich mal gespannt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und blättern mal durch. Erstaunlich, wie gut erhalten die sind. Das heißt, entweder ich habe da nie so richtig reingeguckt oder ich habe sie wirklich gut gelagert. Ich hoffe mal, ich habe alles drauf. Da haben wir ihn schon. Lukas mit R2-D2. Die Inhaltsverzeichnis lassen wir mal außen vor. Wir sehen ja sowieso das ganze Heft. Und ich will gerade noch mal gucken, ob hier alles passt. Na komm. Ja, sieht gut aus. Lieber einmal mehr geguckt, wie einmal zu viel geflucht. Hier haben wir wieder die Rubrik Schreiben Sie uns Ihre Meinung. Ist auch nicht unbedingt was Aufregendes. Und wie immer ist es viel Werbung. Aber hier haben wir jetzt die Kinostarts vom Jahr 99, März und April. Was lief denn da so an? Rush Hour, den gab es da nicht auch mehrere Teile? Ich habe den nie gesehen. Ist ja mit Jackie Chan und Chris Tucker. Ich glaube... Nee, ich kann mich echt nicht daran erinnern, dass ich den geguckt habe. Ich meine, ich hatte ihn damals in der Videothek geholt. Aber das ist auch ohne Gewehr, aber mir sagt er jetzt eigentlich nichts. Also nur vom Titel her. Wir haben noch Patch Adams mit Robin Williams. Den habe ich, glaube ich, auch nie wirklich gesehen. Das war ja da, wo er diesen Arzt da gespielt hat. War das ein Arzt? Auf jeden Fall hat er diesen, in dieser Klinik da die Kinder bespaßt. Arlington Road mit Jeff Bridges, den habe ich irgendwie auch in Erinnerung, dass das ein recht guter Film war, aber ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sagen, was es da wirklich ging. 8mm, der war ja in der letzten Ausgabe schon als Thema mit dabei, der ist dann am 1. April gestartet. Celebrity, der ist von Woody Allen. Woody Allen habe ich mir immer mal vorgenommen, mal sein ganzes Werk komplett anzugucken, aber irgendwie komme ich da nicht so richtig ran. Hier und da mal einen Film, den ich ab und zu mal gucke, meistens wenn sie im Fernsehen laufen, ist immer ganz nett, aber der hat halt auch Filme inflationär gedreht. Ich weiß, ob er mittlerweile auch noch jedes Jahr einen raushaut, aber es ist halt auch viel, wie ich finde, ähnlicher Stoff. Was haben wir noch? Ne, den Rest sagt mir jetzt so nichts. Michel in der Suppenschüssel lief als Wiederaufführung. Interessant. Waterboy. Hat er nicht den deutschen Untertitel der Typ mit dem Wasserschaden gehabt? Ist der erst 98 rausgekommen? Beziehungsweise in dem Fall 99. Ich dachte, er war irgendwie älter.
The Faculty, der ist von Robert Rodriguez gewesen. Der hat ja From Dusk Till Dawn gemacht. Ich glaube, das war der Film, den er nach From Dusk Till Dawn gemacht hat. Den fand ich gar nicht schlecht. Da war der war Elijah Wood, der dann danach den Frodo in den Herr der Ringe-Filmen gespielt hat, war da mit dabei. Da ging es da auch um so eine Universität, wo dann plötzlich irgendwelche Monster aufgetaucht sind. Den müsste ich mal wieder gucken. Ich glaube, da habe ich sogar die Blu-ray von, wenn ich mich recht erinnere. Muss ich mir mal merken. Hätte ich mal wieder Bock drauf. So, was lief im Fernsehen? Naja, das müssen wir jetzt nicht unbedingt vertiefen. Wie gesagt, ich habe ja die letzten Videos, waren ja immer über fast eine Dreiviertelstunde lang. Ich versuche es mal unter einer halben Stunde zu halten diesmal. Deswegen blättern wir viel auch mal nur durch. Titanic lief am 1. April 99 im Fernsehen auf... Ach, Cinedom, das war klar. Hat das nicht zur Premiere gehört damals? Also Free TV war das mit Sicherheit nicht, oder? Was geht denn hier? Zweistündlich im Cinedom. Was waren das damals? Da liefen doch die Filme immer, da gab's, war ja noch kein Streaming. Das war doch hier, dass man jetzt sehen, dass man, das hieß, um die und die Uhrzeit läuft der Film und dann konnte man einschalten. Und dann ist er irgendwie 2 Stunden später, also dann nochmal gestartet. Ich sag, ich weiß es nicht. Ich habe Premiere zumindest zu der Zeit habe ich nie gehabt. Da hatte ich auch noch gar keine eigene Wohnung richtig gehabt. Da habe ich noch im einem Container gehaust. Klingt jetzt schlimmer, wie es war. Aber da hatten wir halt wirklich nur die Hausanlage quasi, was Fernsehprogramme angeht. Und da lass es 20 gewesen sein, wenn überhaupt. Und da war von Premiere war überhaupt keine Rede. Ach, hier steht es ja auch, Pay-TV. Ja, gut. Also, weiter. Was kam auf Video raus? Die Maske des Zorro. Das ist doch mit hier Antonio Banderas als Zorro gewesen. Der war, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Der erste Teil zumindest. Den zweiten, da gab es noch einen zweiten Teil, glaube ich, von, oder? Ja, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, aber der erste war, glaube ich, ganz gut. Der Pferdeflüsterer von und mit Robert Redford. Den habe ich jetzt neulich zufälligerweise sogar im Fernsehen gesehen. Zumindest ein Teil davon. Der ist ja auch 2-3 Viertelstunden lang. Das ist jetzt auch nicht unbedingt jedermanns Sache. Also Pferdeliebhaber werden den wahrscheinlich lieben. Aber mein Fall ist das jetzt auch nicht so. Out of Sight. Das ist eine Elmore Leonard-Verfilmung. Der hat auch Jackie Brown geschrieben gehabt als Vorlage. Den habe ich aber... Doch, den habe ich gesehen. Der ist mit George Clooney. Aber auch wirklich nur, wo er damals rauskam, danach nie wieder. DVD. Das Boot, ich glaube, der Director's Cut, der kam doch zu der Zeit dann, glaube ich, auch im Kino raus, ne? Ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau. Jedenfalls im Kino hätte ich mir gerne damals angeguckt, aber das habe ich irgendwie verpasst gehabt. Aber der Director's Cut von Das Boot ist halt qualitativ, also von der Bild- und Tonqualität die beste Version davon. Aber ich finde, es geht nichts über die Fernsehserie, wo die wirklich komplett ist. Die ist dann, glaube ich, nochmal eine Stunde länger wie der Director's Cut oder sogar noch länger. Also da ist wirklich dann alles drin. Aber der Director's Cut ist auf jeden Fall deutlich besser wie die damalige Kinoversion, die irgendwie nur 2,5 Stunden ging. Der geht ja fast... Ich glaube, noch mal eine Stunde länger. Ich glaube, wie lange geht er denn? 208 Minuten. Und die Kinofassung damals irgendwie 150 Minuten. Und die Fernsehserie, das ist immer, glaube ich, bei 300 Minuten sogar.
Das Boot. Also im Kino wahrscheinlich wahrscheinlich die beste Fassung des Films. Weil 300 Minuten im Kino als die Serie gucken, weiß ich jetzt nicht, aber das geht auf jeden Fall. Der Mann in der eisernen Maske, das ist mit Leonardo DiCaprio in einer Doppelrolle, das war diese drei Musketiere-Verfilmung. Das sind ja eigentlich vier, ne? Warum heißen die immer drei Musketiere? Den fand ich, glaube ich, nie so richtig schlecht. War zwar ein relativ kleiner Film jetzt, sage ich jetzt mal. Soweit ich weiß, ist der sogar noch vor Titanic gedreht worden. Aber erst nach Titanic rausgekommen. Korrigiert mich, wenn ich da falsch lag. Aber der ist natürlich im Fahrwasser dann von Titanic geschwommen mit DiCaprio. Der hat ja mit Titanic seinen großen Durchbruch gehabt und da hat natürlich der Mann in der eisernen Maske auch einiges abkassiert, glaube ich. Ist, glaube ich, nicht so schlecht gelaufen im Kino. Apropos gelaufen, Lola rennt. Deutscher Film. Bin ich auch nie richtig warm geworden mit. Es ist wohl weltweit bekannt, gerade die Amerikaner lieben den wohl, aber mein Fall war es nie so wirklich. Geht auch nur 81 Minuten und mir kam der unheimlich lang vor, wo ich den mal gesehen habe. Also nicht so mein Fall. So. Wieder 10 Minuten dran. Ich kann aber auch labern hier, Leute. Hier konnte man wieder eine Reise gewinnen. Mit Cinema irgendwie zu irgendwelchen Filmlocations. The New Beetle. Kam der damals das erste Mal raus? Also der neue Käfer war so in den 90ern, ne? Wo der neu aufgelegt worden ist. Und noch schöne Zigarettenwerbung hier, die noch Spaß macht. Wer ist das? Das ist Denise Richards. Sieht gar nicht so aus. Ja, gucken wir mal weiter. Lara Croft, das ist doch, da 99 gab es doch keinen Film, oder wann kam denn der Tomb Raider mit Angelina Jolie raus? War das zu der Zeit schon? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Neil McAndrew, das war aber nicht die Lara Croft, also die hauptsächlich das Model da gemacht hat. Wie hieß denn die? Da gab es noch mal, die ist später noch Schauspielerin geworden. Die hat aber mit Lara Croft ja nichts mehr gemacht. Rona Mitra hieß die, glaube. Die hat immer das Lara Croft Model, quasi auf den Messen und so dargestellt. Aber das hat die wohl auch gemacht. Aber letztendlich ist es dann halt Angelina Jolie geworden. Fand ich auch keine schlechte Wahl. Aber wie man hier so liest, weil hier war der wohl in Planung. Gut, okay. Ophelie Winter kenne ich gar nicht. Die Charts, die haben wir uns letztes Mal ja auch angeguckt. Was ist in Deutschland denn im... Also jetzt sind wir von Januar bis Februar, also quasi der ganze Februar, um die Charts geht's. Das war halt damals, wo die Zeitung rauskam, wann kam dann die April-Ausgabe raus? Die kommen dann meistens dann im März raus, oder? Ja, da hat man halt nicht die ganz aktuellen Zahlen gehabt, im Prinzip hat man immer die Charts vom Vormonat gehabt. Ich weiß nicht, was hat man letztes Mal... Das große Krabbe mit 2 Millionen sind diesmal drin. Schweinchen Babe, 1,5 Millionen. Ausnahmezustand, 1,6 Millionen. Das sind Zahlen, von denen träumen die meisten heute nur. Ja. Rendezvous mit Joe Black, den habe ich ein paar Mal jetzt schon genannt hier. 1,6 Millionen in Deutschland. Für einen Film, der 3 Stunden lang ist und, ja gut, wahrscheinlich wegen Dings hier. Brad Pitt hat auch noch mitgespielt, ne? Ja.
Bei den Amis war es Payback. Ist Payback das Ding mit Mel Gibson? Aber ja. Message in a Bottle. Das war mit Kevin Costner, glaube ich. Der Soldat James Ryan ist hier auch noch drin. Der lief ja im Vorjahr schon an. Der hat insgesamt hier 205 Millionen in Amerika. Also das war auch ein guter Erfolg. So, News, LA Stories. Was gab es denn damals so Interessantes? Wieder Zigarettenwerbung, Fiat-Werbung. Asterix und Obelix gegen Caesar. Spielt Norbert Blüm bald das kleine Arschloch? Was soll denn das? Norbert Blüm ist der ehemalige Arbeitsminister. Ne? Ist ja auch schon verstorben. Oder? Ja. Also, hat der irgendwas mit Schauspielerei zu tun gehabt? Oder hat er mal irgendwas synchronisiert? Ich weiß, dass der mal in Fernsehsendungen mitgespielt hat, in irgendeinem Sketch mit Rudi Carrell. So, hier haben wir ja den Herrn Lukas mit R2D2. Er ist wieder in Tunesien und dreht seine Episode 1. Er sagte 99, im 20. Jahrhundert bestand das Kino aus Celluloid, im 21. Jahrhundert ist es digital. Er sollte recht behalten. Aber Episode 1 ist noch auf Film gedreht worden, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob er komplett, aber rein digital war Episode 2 gedreht worden. Also das war, glaube ich, der erste Film, der komplett digital gedreht wurde, also mit digitalen Kameras. Episode 1 war entweder noch ein Mischding oder noch komplett auf Film und halt später digitalisiert und die digitalen Effekte eingefügt. Da haben wir hier zum Beispiel Watto, diesen komischen Händler. Der ist auch komplett digital. Und hier haben wir den kleinen Anakin Skywalker. Der ist nicht digital. Hier sind wohl Meilensteine der Effekte. Die Reise zum Mond, das war, glaube ich, der erste, das habe ich nie gesehen, das war so ein Stummfilm-Ding, ich glaube, in den 20er Jahren oder sogar noch älter. Denn King Kong von 1933 war ja diese Stop-Motion-Geschichte, wo sie den Riesenaffen da quasi zum Leben erweckt haben. Jason und die Argonauten. Das war ja diese Ray Harryhausen-Geschichte. Da habe ich jetzt auch mal wieder so einen Film gesehen gehabt. Der hat mir nicht wirklich gefallen, aber rein von den Effekten, was damals so möglich war, war das schon durchaus ansprechend. Stanley Kubricks Odyssee im Weltraum 2001. Den kann man effektmäßig heute noch gucken, muss ich sagen. Das sind halt die typischen praktischen Effekte mit Modellen und Kulissen, die altern nicht so schnell wie was digital hingezimmert ist. Sieht man auch in Jurassic Park von 93. Da wurde auch noch viel mit echten Modellen gearbeitet. Also nicht alle Dinos kamen da aus dem Rechner. Und die aus dem Rechner kamen, den muss ich sagen, das fällt heute mehr auf wie damals. Damals war es natürlich revolutionär, aber es war halt gut, dass man gerade für die Nahaufnahmen noch wirklich richtige Skulpturen und Modelle genommen hat. Und dann gab es natürlich hier die Toy Story, habe ich auch nie gesehen. Das war dann halt die komplett, ich glaube, einer der ersten oder sogar der erste komplett am Computer animierte Trickfilm. Aber wie gesagt, Toy Story war nie so meins.
Rush Hour mit Jackie Chan. War auch noch ein bisschen jünger, aber er macht heute noch dieselben verrückten Sachen, glaube ich. Das waren halt seine, war, ist halt sein Ding, diese Kampfchoreografien. Das kann der und das hat er auch gelernt und da ist er auch für, ist er sich auch für nichts zu schade. Also ich denke mal, der wird sich schon den einen oder anderen Knochen gebrochen haben während der Dreharbeiten. Nicht nur während den Dreharbeiten, sondern allgemein. Der sieht aus wie Til Schweiger. Hier haben wir Kate Winslet, Miss Titanic. Die hat auch eine ganz beachtliche Karriere hingelegt. Die sucht sich ihre Filme wirklich sehr gezielt aus und dreht nicht Massenware. Und hier haben wir Mr. Titanic, Leonardo DiCaprio. Auf den trifft im Prinzip dasselbe zu. Die machen auch nicht wirklich viele Filme. DiCaprio, ich weiß nicht, bringt ja im Jahr einen Film raus, glaube nicht. Der hat teilweise mehr Pausen dazwischen. Hier haben wir Arlington Road. Den habe ich ja vorhin gemeint. Der war nicht schlecht gewesen, glaube. Hat auch einen Daumen fast nach oben. Peugeot 206. Asterix und Obelix. War das die erste Asterix-Realverfilmung? Das war ja mit Gérard Depardieu und diesem. Na, vielleicht finde ich den, der kommt der Name jetzt noch. Da gab es ja auch mehrere Filme. Ich habe den nie gesehen. Also, wie gesagt, Asterix ist nicht so mein Fall. Kann ich irgendwie nie so richtig was mit anfangen. Und den Realfilm habe ich auch nie gesehen. Christian Clavier. Also rein optisch passen die beiden natürlich in Asterix und Obelix, aber ob der Film jetzt wirklich gut war, kann ich nicht sagen. Schon allein von den Bildern her ist mir das eigentlich schon zu albern. Also, oh, da hat sogar hier Dings mitgespielt, hier Roberto Benigni. Zumindest sieht er so aus wie der. Unheimlich viele Seiten für eine Sache. Noch, geht immer noch um Asterix. Was ist das hier? Juha. Aki Kaurismäki. Das ist doch das Schweden, Finnland, also auf jeden Fall skandinavischer Regisseur, glaube ich. Der Name ist mir absolut geläufig und ich meine, ich habe auch schon mal den einen oder anderen Film gesehen. Ich kann mich daran erinnern, dass mich mal ein ehemaliger Arbeitskollege, da mal einer gekommen ist, der hat gesagt, hier, ich habe einen Film auf Video. Ich meine, das war Aki Kaurismäki, ich weiß nicht mehr, was das für ein Film war. Und der war so elendig langweilig, also ich konnte damit gar nichts anfangen. Ich weiß auch nicht mehr, was das für ein Film war. Ich meine, es war Kaurismäki. Hat er den Film gemacht oder war er? Ja, hier steht als Regisseur was ganz anderes. Doch hier, hier steht es auch. Na, wie gesagt, habe ich nie gesehen. Am 11. April wird Bernd Eichinger 50 Jahre alt. Aber habe ich dies ja, habe ich ja auch schon genannt gehabt, als in einer letzten Ausgaben war der auch schon mal als in irgendeinem Artikel mit drin. Leider auch schon verstorben. War ein bedeutender deutscher Produzent. Hat auch international einiges gemacht. Mal hier. Sean Connery. Den hätte ich jetzt nicht auf den ersten Blick erkannt.
Das ist doch hier, das ist doch Eichinger, oder? Was ging so? War das Mönch? Ach, das war hier der Name der Rose. Das war, glaube ich, auch Eichinger als Produzent. Ja, hier steht es ja auch. Gefallene Engel, Angel Express, sagt mir überhaupt nichts. Eva Habermann. Okay. Und der Golf. Haben wir hier. Wieder ein Gewinnspiel. Oh, da gab es noch Bosch Handy GSM 908. Wenn man diese Knochen da noch sieht von damals. Forces of Nature, Laune der Natur, sagt mir auch nichts, mit Ben Affleck. Kenne ich nicht. Roland Emmerich, also da war hier nur Produzent, wollte ich gerade sagen. 13th Floor sagt mir überhaupt nichts. Am Set von Dich kriegen wir auch noch. Der Dich kriegen wir auch noch, der Titel sagt mir was. Aber den habe ich glaube auch nie gesehen. Wir haben ja Celebrity von Woody Allen. Ich glaube, das Aufregendste damals war, dass der Film in Schwarz-Weiß gemacht worden ist. Zivilprozess mit John Travolta sagt mir auch was. Habe ich mit Sicherheit damals aus der Videothek gehabt. Aber kann ich mich an den Film selber nicht mehr erinnern. Toka 2 Touring Car, das war doch ein Spiel. Das habe ich doch mal auf dem PC immer gezockt. Toka 2, das sagt mir was, ja. Das Hot Dogs, wow, wir sind reich. Okay. Patch Adams, Chris, die sagen mir nix. Sagt mir auch nix. Hello Country. Vom Titel her ja, aber nie gesehen. Wer liebt den wachsen Flügel? Lulu on the Bridge. Das ist ja hier Harvey Keitel, oder? Habe ich gerade gestern Abend eine Doku drüber gesehen. Der hat es auch nicht leicht gehabt in seiner Karriere. Hier haben wir The Faculty. Wie gesagt, den fand ich immer richtig gut. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe die Blu-ray mir besorgt gehabt mal. Und die werde ich mir mal wieder reinpfeifen, glaube. Den kann ich mir mal wieder angucken. Hier stimmt, Waterboy, der Typ mit dem Wasserschaden. Keine Ahnung, was das für ein Film war. Adam Sandler, der hat ja einige komische Filme gemacht. Aber der war, glaube ich, wirklich drüber. Die sagen mir nichts. Cinema Filmgeschichte, Kult, Greta Garbo, Rudolf Valentino, der Scheich. Kenne ich eigentlich nur von Alf, da guckt er den, glaube ich. Pola Negri, das ist doch die, das ist nicht diese Französin, wo auch in das Boot drauf angespielt wird, wo dieser Typ da mit den Apfelsinen tanzt. Hm.
So, hier sind wir jetzt in dem Bereich allgemeines Entertainment. Hier geht es um Musik, Bücher. Ich bin nie so der ganz große Leser gewesen. Ich habe zwar viele Bücher, aber viele habe ich auch nur angefangen. The Faculty, den Soundtrack, den habe ich. Also die Musik in dem Film hat mir immer gut gefallen. Habe ich mir auch, glaube ich, damals direkt nach besorgt, wo ich den, nachdem ich den Film gesehen hatte. Ist eine ganze Zeit lang im Auto rauf und runter gelaufen. Damals musste man ja noch von der CD auf Kassette überspielen, damit man es im Auto hören konnte. Gesurft, Amazon, die populäre Mail-Order-Firma bietet nur Code 1 DVDs. Wir reden hier von dem Jahr 99. Da gab es Amazon Deutschland, gab es wohl noch gar nicht. Wenn man nur Code 1 DVDs bestellen konnte und Mail-Order, das ist, was heißt Mail-Order? Der Begriff sagt mir was, aber konnte man da quasi wirklich nur per Mail bestellen? Gab es da doch gar keine diese Shop-Systeme wie heute? Ich weiß, dass die früher anders aussahen. Wenn man sich eine Amazon-Seite von vor 15 Jahren anguckt oder 20 Jahren, sieht die schon deutlich anders aus wie heutzutage. Aber damals musste man echt noch Tipps geben, auf welche Seiten man surfen sollte oder konnte. Weil ich glaube, selbst Google gab es damals noch nicht. Also die richtigen Suchmaschinen, die das gefunden haben, was man wollte, das war damals auch noch nicht so ausgereift. Computerspiele, Snake Eyes sagt mir nichts. King's Quest 8. Moment mal, was ist jetzt los? Computer, stopp! Das war meine Alexa gewesen. Die hat irgendwie das C-Wort gehört und hat jetzt angefangen, weil ich auch noch Amazon gesagt habe und Musik, hat ja auf einmal angefangen, Musik zu spielen. Also muss ich das Ding auch noch abschalten, wenn ich hier Videos mache. Egal. Ich könnte es jetzt rausschneiden, aber ich lasse es drin. So, hier haben wir DVD-Player. Was haben die denn damals so gekostet? Die Preise sind hier gar nicht dabei, ja? Hier sind ja keine Preise bei. Die 1000-Mark-Grenze ist geknackt, also heißt das, dass er günstiger ist wie 1000 Mark. Aber warum schreiben die Preise nicht dabei, was er zu der Zeit gekostet hat? Aber ganz ehrlich, da hat man auch was gekriegt für sein Geld. Gut, 1000 Mark ist natürlich viel Kohle. Gut, heute sind es 500 Euro, das ist dann eigentlich doch nicht mehr so viel. Aber wenn man bedenkt, dass man heute einen Blu-ray-Player für unter 100 Euro bekommt, aber man bekommt auch dann wirklich nur noch so ein Plastikkasten, den man, der vielleicht noch 20 Gramm, na gut, 20 Gramm ist übertrieben, aber der so gut wie nichts mehr wiegt, man hat überhaupt keine Masse mehr. Damals waren die noch richtig wuchtig, die Dinger. Und ganz ehrlich, die haben auch deutlich länger gehalten. Und sie waren zwar bullig, aber sie waren leise. Also ich habe jetzt einen neuen Blu-ray-Player, den habe ich seit einem Jahr oder so knapp, weil der andere kaputt gegangen ist. Ich muss sagen, dass die Laufgeräusche von dem Ding sind deutlich schlimmer. Also es stört jetzt nicht ganz gravierend bei einem Film, aber den alten Player habe ich nie gehört, den ganz alten DVD-Player. Alles, was danach, das war ein Panasonic 350, glaube ich, alles, was danach kam, hat erstmal nicht lange gehalten und war auch deutlich hörbar. Ich habe einen DVD-Player, das war der, den ich danach dann gekauft hatte, der hat im Standby hat der gefiepst. Also das war ganz furchtbar gewesen, da musste ich immer den Stecker ziehen, weil das ist wahnsinnig geworden. Wenn man angeschaltet hat, war das Fiepsen weg, komischerweise. Also da ist die Qualität dann halt leider auf der Strecke geblieben. Also wie gesagt, ich bezahle gerne ein bisschen mehr und habe was Gescheites.
aber es wird auch nicht mehr so viel gute Qualität produziert. Und wenn, dann ist sie so schweineteuer, dass ich mir dann auch sage, dann kaufe ich mir lieber zweimal einen billigen, wie einmal so ein richtig teures Ding. Aber egal. Wir sind ja bei der Cinema eigentlich. Ah, schon mal einen schönen Bogen geschlagen. Yahoo, das war doch die. Das war, glaube ich, damals aber noch ein Anbieter und keine Suchmaschine. Der Cinema. Stuntschule Köln-Düsseldorf. Ah, konnte man sich als Stuntman bewerben, beziehungsweise Stuntausbildung machen. Nicht schlecht. Leser fragen, Cinema antwortet. Das sind eigentlich immer nur, wo spielt die Schauspielerin mit? Autogrammadressen. Weil früher konnte man das halt einfach nicht aus dem Internet rausholen, weil es das noch nicht so gegeben hat. Hier sind wir schon bei der Vorschau für die nächste Ausgabe, die ich dann in einem Monat hier vorstellen werde. Deswegen wird man jetzt hier auch gar nicht großartig hingucken. Aber ich sehe schon, die richtigen Knallerfilme sind nicht dabei. Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Das war der erste Teil. Das ist so im Fahrwasser von Scream gekommen. Da ging das mit diesen Slasher-Filmen wieder los. Und da war jetzt so Ende der 90er, hatten die Hochsaison. Gut, wir beenden die Ausgabe mit einer leichten Marlboro und einem Duft von Gammon. Ja, ich würde sagen, das war's mit der Cinema 499. Hier nochmal. Groß. Ja, war jetzt keine ganz so aufregende Ausgabe, war jetzt nicht so ganz was Prickelndes drin, außer für mich, dass ich mal wieder The Faculty gucken möchte. Und ansonsten habe ich es wieder mit der halben Stunde nicht geschafft, aber ich bin unter einer Dreiviertelstunde geblieben, das ist schon mal ein Sieg für mich. Und ich würde sagen, für heute soll es das dann auch schon gewesen sein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video am Sonntag wieder. Da bespreche ich wieder eine Blu-ray. Und wer nur auf die Cinema-Folgen wartet, die gibt es dann halt in einem Monat. Wie gesagt, letzte Mittwoch im Monat, wenn ich es nicht verpenne. Diesmal habe ich es geschafft. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.